Wait a second. Herzlich willkommen. Ich heiße euch alle herzlich fucking willkommen zur zweiten Ausgabe des Community Solo Shuffle Tournaments. Junge, ich bin schon wieder so aufgeregt. Ich saß hier, mich fertig gemacht und hatte noch richtig viel Zeit und ich sehe so, guck, ob die Leute online sind. Da musste ich noch schnell den AWC-Trailer rausholen und so weiter und so fort. Junge, ich... Jetzt sind wir da, jetzt sind wir live. Alles, was jetzt passiert, passiert und wir können es nicht mehr rückgängig machen. Und oh mein Gott, Alter, lasst mich euch erstmal alle begrüßen. Herzlich willkommen, herzlich fucking willkommen. Ach du Scheiße. Wo fangen wir an, wofür hören wir auf? So, folgendes. Bevor wir gleich starten mit dem Solo-Shuffle-Tournament, möchte ich natürlich noch die ein oder andere Sache loswerden. Und zwar... Heute, Turoke TV mit Anzug. Yes, heute mit Anzug. Es wird kommentiert. Wir wollen hier die Seriosität wahren und das Beste aus der Sache rausholen. Bevor wir gleich starten, möchte ich erstmal sagen, vielen lieben Dank an die, die geholfen haben, das zu organisieren. Die Leute, die dabei geholfen haben, die wissen schon, wer gemeint ist. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Dann... Ja, ich hoffe, du hast trotzdem Jogginghose an. Legend. thank you. Wir haben heute 300.000 Gold im Preispool. Und wir sind 8 Damage-Dealer, 4 Heiler, die gegeneinander in mehreren Runden gegeneinander shuffeln werden. Und die ersten beiden besten DPS werden... einen Teil von dem Preispool kriegen und die ersten beiden besten Heiler. Und wie das genau aussieht, das erkläre ich euch nämlich jetzt. Und während wir das Ganze durchgehen, habt ihr alle die Möglichkeit, an meinem Giveaway teilzunehmen. Dieses Giveaway läuft noch den ganzen Monat. Und wer gewonnen hat, hat gewonnen. Das heißt, alles, was ihr tun müsst, ist auf den Link klicken, geet.com. Dort einmal, dass ihr Follower auf meinem Kanal seid, bestätigen und schon nehmt ihr dran teil. Der Gewinner, derjenige, der gewonnen hat, der kriegt von mir eine E-Mail und der sucht sich dann was aus. Ob er jetzt 20 Euro Instant Gaming, Battle.net, Steam oder Lieferando Guthaben möchte, das kriegen wir alles hin. So, Junge, ich habe jetzt mir schon den Mund fusselig geredet. So, jetzt gehen wir einmal rüber in die Reaction View und zwar... zeige ich euch, dass, wie das Ganze aussieht. Und zwar haben wir gestern Nacht noch ausgelost, wer gegeneinander antreten wird. Und zwar sieht es wie folgt aus. Wir haben gestern, wir haben 8 DPS. Die Reihenfolge oder wer gegeneinander spielt, ist jetzt festgelegt. Da kann nichts mehr dran geändert werden. Auch nicht mehr, was die Leute an Klasse oder sonst irgendwas spielen. Und der eine oder andere würde das wahrscheinlich gerade auch zum jetzigen Zeitpunkt streamen. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, irgendwie das POV von jemandem anzugucken, anstatt von aus der Vogelperspektive, habt ihr die Möglichkeit mit Ausrufezeichen POV hier eine Liste zu kriegen mit den ganzen Streamern, die dort teilnehmen. Des Weiteren haben wir noch einen anderen Command, der nennt sich Scoreboard. Damit kommt ihr nämlich auf genau dieses Excel-Dokument. Und könnt halt dort sehen, wer in der nächsten Runde gegeneinander spielt. Ich werde es natürlich zeigen, wie viele Punkte jeder hat und so weiter. So, dadurch, dass es ein kleines Shuffle-Tournament ist, spielen wir nicht volle Anzahl von Runden. Bedeutet natürlich Shuffle 6 Runden. Aber um wirklich jeden gegen jeden spielen lassen zu können, müssten wir vielleicht irgendwie so 30 Runden oder sowas spielen. Und das würde vielleicht den zeitlichen Rahmen sprengen. Deswegen springe ich hier schon mal rüber und... zeige euch mal, wie das Ganze jetzt hier aussieht. Wir haben in Runde 1. Sollte ich erstmal vorstellen, wer überhaupt alles mitspielt? Okay, das sieht man hier. Wir haben hier DPS Nummer 1. Insane. Auf dem Death Knight Unholy. Wir haben Yenko auf seinem Balanced Druid. Wir haben Feral Legende Snoopy mit dabei. Und wir haben SHD auf dem Arms Worry. Die shuffeln in der ersten Runde mit den beiden Heilern Free Harald bzw. Harald XQ, der auch gerade in den Chat geschrieben hat, auf seinem Restoration Druid und Deep End als Mistweaver Monk.
In der zweiten Runde spielen Halunke als Red Parler und Titelverteidiger, der Gewinner des letzten Shuffle-Tournaments, Banks, der auf seinem Demon Hunter. Dann haben wir noch Rungo auf Elemental Shaman und Sabonetic auf seinem Beastmaster Hunter. So, jetzt muss ich erstmal gucken hier. Ich hoffe, die sind alle da. Ich muss die gleich nämlich einladen. So. Dann haben wir Ruffy, Titelverteidiger auch. Das war der beste Heiler aus dem letzten Shuffle-Tournament. Auf seinem Mystery Vermonk. Zusammen mit Remix auf Restoration Shaman. Also ich muss immer zwischendurch mal gucken. okay. Ich muss zwischendurch immer gucken, dass da nichts schief läuft. Pass auf, wir nennen ihn Harald. Ich finde den Namen aber cool. So. Das müssen wir auch noch ändern. Ja, das ist halt alles, ne? Wir werden hier halt nicht gesponsert. Da muss man halt mit sowas leben können. So. Das sind die ersten beiden Runden. Nach den beiden Runden, die gespielt sind, dann hat jeder schon mal einmal gespielt. Dann wird durchgetauscht. Das heißt, es gibt immer so Teams. So, DPS 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8. Und die tauschen dann untereinander durch. Deswegen ja die Auslosung. Dann spielen wir dritte Runde, wird getauscht, vierte Runde. Dann wird nochmal gemixt, fünfte und sechste Runde. Dann gibt es nochmal siebte und achte Runde. Da sind alle ungeraden und gegeneinander und alle geraden. Und dann, wenn wir die Runden alle durch haben, haben wir ja schon eine ganz gut und aussagekräftige Liste. Und dann gibt es nochmal eine Final Round, wo die besten vier DPS laut Punkten und die besten zwei Heiler nach Punkten gegeneinander antreten. Und somit nochmal die Chance haben, vielleicht den einen oder anderen von Platz 1, von Platz 2 runter zu kicken. Das wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Und ich würde gerade sagen, wir schnacken einfach nicht weiter. Wir machen hier so ein bisschen Musik im Hintergrund an. Und da will ich schon mal die ersten Leute einladen für die erste Runde. Junge, Junge, Junge. So, dann können wir das hier rüberziehen. So. Erste Runde. Insane. Jenko. Oh, oh, oh. So. So. Jetzt mit der Gruppenansicht ist das immer so eine Sache, ne? Insane. Was mit Jenko? So. Harald, Harald, Harald. Borok Best, Servus, grüße dich, grüße zurück. Vielen lieben Dank für die ganzen Follows, die reinkommen. Seht es mir bitte nach, wenn ich jetzt hier nicht jeden vorlese. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, damit wir auch hier zackig durchkommen. Weil das, wir haben ein ordentliches Programm am Start, ne? So, okay, pass auf. Zum Anführer machen, Gruppe verlaten. Junge, ich habe hier alles umgestellt. So, zweite Gruppe. Den laden wir ein. Snoopy. Und wo ist Deep End? Wir brauchen Deep End. Habe ich dich nicht unter Favoriten? Da. Here we go. So. Oh mein Gott. Ich habe alle Add-ons deaktiviert. oh no. Den brauchen wir aber. Den brauchen wir. Grüße aus der Steiermark. Grüße zurück. Nee, das wollen wir nicht. So.
Alles klar. Dann würde ich sagen, alle Competitors sind bereit. Wir haben Viertel nach vier. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch allen viel, viel Spaß, viel, viel Erfolg. Wir starten in die erste Runde. So. So, in der ersten Runde sehen wir. Oh Gott, ich muss das hier alles noch mal ein bisschen cleaner machen. So, speichern. Scheiße, wie macht man noch mal? So, oh Gott sei Dank. So. Da müssen wir jetzt, mich unter, ignorieren wir da erstmal. Auf der linken Seite sehen wir Deep End zusammen mit Insane auf Unholy DK und Sheet auf, oh, Junge, ich guck gerade, ich sehe gerade auf der rechten Seite, wir haben ein Full-Druid-Team mit Free Harai zusammen, Snoopy und Yenko. Ach du Scheiße, ey. Das ist auch ein heftiger Start in die erste Runde und dann auf dieser Arena. Die Arenen sind übrigens alle random. Da wird nichts irgendwie gevotet oder sonst irgendwas. Wäre vielleicht mal eine Option für die Zukunft. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist alles random. Und auch halt die Start-Team-Konstellation. Es wird halt geswappt. Ist halt ein ganz klassisches Shuffle. Aber big, big. Ich komme nicht darauf klar, dass wir hier rechts so ein heftiges Druiden-Team haben, ne? Jungs und Mädels, ich habe so Bock. Ich habe so Bock. Wann geht's denn eigentlich los? Ist kaputt, oder? Geht die Tür jetzt auf? Und da gehen wir los. So, Free Harai prescht schon mal vor. Snoopy geht gleich rein. Gleich mit dem Rake dann geopnet. Deep End kriegt auch einen Rake von Free Harai into Clone. Yenko verteilt hier schon mal die Dots. Insane, droppt. Und gefährlich, so, muss schon das Enter Magic Shield ziehen. Unser Krieger hält sich wacker, hat noch seine Defensives ab. Und ich sag mal so, Root Beam auf Deep End, der zieht Trinket und Insane. Der, also Deep End hat hier Schwierigkeiten, die Leute zu toppen. Und es ist natürlich, gerade in dieser Konstellation, ne, was willst du machen? Yenko droppt low. Deep End hat das gut hingekriegt, sein Team nach diesem krassen Opener wieder auf Spur zu bringen, sage ich mal. Und jetzt ist eigentlich ziemlich ausgeglichen. Jetzt ist so der erste Anfangsburst vorbei. Und jetzt gucken wir eigentlich mal, was als nächstes passieren kann. Ne? Hier der Stun of Free Harald. Der droppt natürlich gleich wie in ein Tree. Oh, Snoopy has to reload. Okay. Also frag ihn mal, wenn er neu starten will, kann er das sagen. Aber ich hoffe, dass alles fein ist. Street Drop gefährlich low. Die by the Sword ist an. Sein Shout ist auch rausgekommen. Springt weg. Leint aber so ein bisschen seinen Heiler. Der Deep End versucht natürlich hier irgendwie alles wieder zu toppen. Da kommt der nächste Root Beam. Free Harald auch seine Hots am Verteilen. Kann aber ganz genüsslich hier sein Nachwachsen casten. Und ist nicht so in der Bedrohung wie Deep End. Ne? Das muss man natürlich sagen. Der wird hier ja schon von allen so ein bisschen rausgenommen. Insane Drop wieder low. Anti-Magic Shield ist an. Und wir sehen hier auf der linken Seite, da sind kaum noch Death-CDs über. Da kommt nochmal ein Cocoon. Deep End schafft das nochmal hier Insane auf Spur zu bringen. Und Treat geht los auf Yenko. Fängt sich hier aber den Klon ab. Und ja, so wie es momentan aussieht. Snoopy droppt 50% live. Yenko hier im Stormbolt auch leicht angekratzt und low. All good, he's back. Okay, okay. Shreed wieder. 50% live. Und dann geht's auch wieder gleich los. Man sieht hier, ne, gerade was Free Harald und Snoopy hier. Und da geht Shreed down. Wie die das auch harmonieren, ne? Da wird auf 50% gedroppt und Free Harald rennt sofort los, um da den Klon zu kriegen. Das war die erste Runde. Und er wird gleich geswappt in die zweite. Dann sehen wir hier jetzt auf der linken Seite Free Harald mit Shreed, unserem Arms Warrior und Snoopy zusammen. Und auf der rechten Seite Deep End, Insane und Yenko.
Jungs und Mädels, was soll ich dazu sagen? Ne? Ich finde das richtig geil. Und alleine, dass wir so geile Leute diesmal mit dabei haben, also waren letztes Mal auch schon nice Leute dabei, aber das ist einfach nur big, einfach noch big. Ich danke euch allen fürs Folgen auf meinem Kanal. Ich würde euch gerne alle vorlesen, aber ich bin gerade beschäftigt. Ne? Hello zurück an Wissam. Jenko, gleich am Aufruhr. Insane dropped low. Jenko dropped low. Da wird halt auch alles gezogen. Ne? Da stürmt der Krieger rein mit Avatar Bladestorm. Snoopy haut dann auch nochmal ein paar Bleeds drauf. Und das ist am Anfang, scheppert das schon richtig heftig. Ne? Clone hier auf Insane. Jenko droppt gefährlich low. Und Deep End muss hier wirklich Heal pumpen. Ne? Harald sieht hier seine Chance. Castet einen Clone an. Und mit Snoopy zusammen. Boah! Ach du heilige Scheiße, da geht die Eule down, da geht die Eule down. Ach du Jemine. So, das war schon die zweite Runde. Die war ein bisschen schneller als die erste. Die erste, die, das ist immer noch antasten, ne? 2.6, geh in die Pause, aber restreame wieder. Mach das, mach das. Vielen Dank auch für deinen Support. Ich weiß, die Hälfte der Teilnehmer kommt auch aus deiner Community, deswegen Liebe geht raus an dich. So, jetzt linke Seite, Free Harald, unser Arms Warrior Street und Jenko. Und auf der rechten Seite Deep End, Insane und Snoopy. Snoopy, der lässt da nichts anbrennen, ne? Also ich sag mal so, der rennt gleich rüber und versucht gleich ein Go zu machen. Wartet hier natürlich auch auf Insane, dass er da vielleicht auch den ersten Go macht. Jenko geht vor, Bash auf Deep End into Clone. Oh, jetzt muss ich hier mal die Seite swappen. Street, 50% low gedroppt. Poppt Avatar und das ist natürlich auch immer ganz nach meinem Geschmack. Einfach den Schaden, den man kriegt, mit noch mehr Schaden countern. So spielt man das momentan. So, und wir sehen hier, Jenko geht hier in Bedrohung. Hier Snoopy droppt gefährlich low. Und ich sehe Deep End die ganze Zeit die Heals pumpen. In-Cap auf Free Harald into Leg Sweep. Und Sweet 50%, droppt low. Gelassenheit von Free Harald und Root Beam auf Deep End. Also... Junge, Junge, Junge. Wenn die mal so spielen würden, wenn ich mit den Wargames mache, ne? Aber da machen die immer nur Spaß. Da trollen die immer nur. Und hier sehe ich ja absolute Höchstleistung von den Leuten. Heilige Scheiße. Clone auf Deep End. Jenko, 70% live. Snoopy ebenfalls im Clone. Ich bin echt gespannt, welche diese Runde machen wird, ne? Also gerade so DK, Feral war ja letzte Season sehr, sehr big. Jetzt muss man mal gucken, ne? Jenko, 50%, hat Dorn drauf. Kriegt jetzt die Heals gepumpt. Deep End hat noch einen Cocoon ready. Also kann hier notfalls die Leute noch rausnehmen. Jenko droppt gefährlich low. Harald sitzt aber safe spot und kann gut die Heals raushauen, ne? Jenko macht einen Fake Cast. Hat einen Kick geforst, habe ich gerade nicht gesehen. Haut hier aber einen Clone raus. Und Snoopy kriegt erstmal einen Cocoon. Nimmt den Krieger raus. Erstmal Damage rausnehmen und recovern. Und Jenko kriegt hier schon wieder ordentlich einen auf den Sack. Und kann das jetzt sein? Kann das passieren? Free Harald, Leg Sweep. Ach du Scheiße. Und da hat, das war's mit der Eule. In dem Fall. Junge, hier passieren Dinge. Man guckt sich ja vorher im Vorfeld immer die Teilnehmerliste an. Und überlegt sich dann, wie schneiden die Leute denn ab? Aber das, was ich hier sehe, ist ganz anders, als ich das erwartet hätte. Heftig, heftig, heftig. So, linke Seite. Deep End und Street und Snoopy gegen Harald, Insane und Jenko. Snoopy noch kein Win. Uff. Also die Anzeige oben stimmt halt nicht. Wir werden, wenn alle 6 Runden gespielt worden sind, dann sehen wir eine kleine Übersicht, wie die Leute jetzt abschneiden. So. Jenko kriegt hier voll die Mütze. Hat der Root Beam eigentlich gehittet? Ja, müsste gehittet haben, ne? Street drop low. Jenko drop low. Street wieder richtig in Bedrohung. Ja, aber der spart sich noch sein. Boah, da kommt der Cocoon. Der ist sehr, sehr greedy unterwegs. Ne? Also ich hätte da schon, da hätte ich wahrscheinlich schon mein Die by the Sword gezogen, um einfach so ein bisschen Damage rauszunehmen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass wir hier wieder in die richtige Kameraposition kommen.
Snoopy sitzt da hinten im Klon, kriegt hier die Star Searches noch ab von Yenko. Oh mein Gott. So, da kommt der Kick auf die Eule. Free Harald castet hier wieder sein Nachwachsen. Shriek Low, Snoopy Low. Kriegt, oha, da wird Snoopy getoppt. Die by the Sword von Shriek. Perfekt eigentlich als perfektes Cooldown-Management. Ne? Erst den Cocoon, jetzt haben wir Die by the Sword. Und in 30 Sekunden haben wir Cocoon wieder ready. Da kommt der Root Beam auf Deep End. Holy, holy moly. Guck mal, Clone auf Harald, gefolgt von einem Mame. Yenko droppt gefährlich low. Snoopy im Clone, kann natürlich keinen Schaden machen gerade. Shriek droppt wieder gefährlich low. Und kann er sich noch retten? Kann er sich noch retten? Nee, das schafft er nicht. Shriek geht hier K.O. Meine Fresse, Leute, ist das ein wildes Game. In Wargames wird immer nur Lose angezeigt. Ja, ja, das ist leider in dem Wargame so, aber wir kriegen am Ende eine Übersicht. So, nun, linke Seite. Harald, Insane und Shriek in der Melee Cleave gegen Deep End, Snoopy und Yenko. Oh, 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 oh. Hat Snoopy eigentlich schon eine Runde verloren, ist die Frage. Ich habe das jetzt gar nicht so im Kopf. Ich weiß es nicht. Aber man sieht auf jeden Fall, der gibt hier alles. Also der ist auf Zack, der Boy. Der ist sehr, sehr auf Zack. So, hier, der Rake auf Shriek, unseren Arms Worry. Counter, hier, Kick von dem Krieger auf Deep End. Der droppt auch gefährlich low. War das ein Swap auf dem Heiler? Das sehen wir zum ersten Mal in dieser Runde. Und Snoopy droppt gefährlich low. Das ist aber auch richtig gefährlich, ne? Da weiß Deep End vielleicht auch gar nicht, auf wen er als erstes hochheilen soll. Soll er hier Snoopy heilen oder sich selbst? Und das macht das natürlich ganz gefährlich, wenn zwischendurch halt auch immer mal Swaps auf den Heiler kommen. Und ich vermisse so ein bisschen schon die Swaps auf Harald, weil der steht dann natürlich gemütlich hinten, macht Party mit seinen kleinen Bäumchen und haut die Heals raus. Insane, droppt gefährlich low. Dawn von Yenko benutzt. Snoopy poppt jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen Damage hier. Mal gucken, wie das gleich aussieht. Da werden Clones gecastet. Mame auf den DK. Kick auf Yenko. Und Yenko kriegt hier aber auch volle Breitseite, ne? Der ist hier Target of Choice. Und jetzt nochmal ein Swap auf Deep End. Der muss sich selbst cocoon. Hat er noch genug Heal für Yenko? Man weiß es nicht. Insane und Shriek geben auf jeden Fall. Sitzen beide jetzt gleichzeitig im Clone. Da wurde erstmal Damage rausgenommen. Eieiei. Aber nicht schlecht. Das könnte man sagen, Snoopy und Yenko harmonieren sehr, sehr gut hier in diesem Tournament. Und man sieht jetzt hier schon wieder zwei Cams. Shriek geht hier auf Snoopy. Der kann das natürlich nicht auf sich sitzen lassen, dass er hier geklont wurde. Und jagt den natürlich durch die ganze Arena. Ne? Snoopy unter 50% live. Deep End hier noch im Blind vom DK. Und der versucht hier jetzt natürlich zu toppen. Ne? Toppen, toppen, toppen. Harald muss natürlich auch gucken, dass er richtig steht. Frisst jetzt hier einen Clone von Yenko. Und dann kriegt Insane erstmal. Insane low. Snoopy low. Ach du Scheiße. Ach, Junge, Junge, Junge. Was passiert hier? Insane! Gefährlich low auf 20-30%. Kann der hier noch getoppt werden von Harald? Shriek droppt genauso low. Hat aber auch noch einen Die by the Sword. Da sehe ich auch schon, das Sharpen Blade für den Heal Reduce ist gezückt. Ach du Jemini, du ahnst das nicht. Du ahnst das nicht. Free Harald, einen leichten Mana-Vorteil gegenüber Deep End hier. Muss jetzt auch die Tree-Form usen. Insane, 50% live. Rechte Seite, Team von Deep End sieht sehr, sehr gut aus. Insane! Ach du Scheiße, da hat's geknackt. Eieiei, aber ich finde, die Runden werden sehr, sehr stark. Also die werden immer stärker, umso länger die Leute miteinander spielen. Und ich finde das einfach geil. Wir haben hier so eine große Reichweite oder Bandbreite von Leuten in dem Tournament. Also es sind halt nicht nur irgendwie Rank 1s oder Gladys, wir haben halt alles Mögliche. Holy fuck, holy shit, 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 was passiert hier? Reh, oh, wieder richtig hübsch gemacht. Bin ein Fan davon, wie du das durchziehst. Wie gut du das durchziehst. Fühle mich entertained, obwohl ich keinen Plan von WoW habe. Vielen lieben Dank. Ich versuche mir auch Mühe zu geben. Ach du Scheiße. Und danke für
Ach, danke für 5 Gifted Subs. Heftig. Danke, danke, danke. So, nächste Runde. Gott, die haben wir fast verpasst. Root Beam hier auf Harald. Unser Krieger, Shreed dropped low, hat Die by the Sword an. Das ist aber auch gut für Deep End, weil so kann er seinen Cocoon saven. Und, da wird Druck gemacht. Da wird Druck auf den Krieger gemacht. Da kommt auch der Cocoon. Und jetzt muss aber auch mal ein Gegenangriff passieren. Iron Bark von Harald ist auch schon gezogen worden. Und jetzt kommen die Clones. Jetzt kommen die Clones von Yenko. Der versucht hier jetzt natürlich irgendwie ein CC zu landen. Klont natürlich jetzt hier Snoopy. Trinket von Deep End versucht Yenko nochmal zu toppen. Der kriegt einen Low-Clone. Und das sind natürlich Plays, die sind game-entscheidend am Ende. Clone nochmal auf Deep End. Yenko richtig low. Und stirbt. Also ich habe das Gefühl, Snoopy nimmt das ein bisschen zu ernst vielleicht. Ich weiß es nicht, aber der scheint hier ganz gut rauszugehen. So. Das waren die Games, ne? Ich muss hier jetzt einmal kurz einen Screenshot machen. Upp. Oha. Okay. Haben wir gemacht. Party verlassen. Wir gehen rüber in unsere Übersicht und tragen die Punkte dann ein. Jetzt muss ich mal kurz gucken. So. Wir haben Insane mit gewonnenen 3 Runden. Gar nicht mal so schlecht eigentlich. In dieser Lobby ist schon big. Dann haben wir Yenko auch mit 3 gewonnenen Runden. Dann Snoopy mit 5 gewonnenen Runden. Shreed hat 1 gewonnene Runde. Und jetzt kommen die Heiler. Harald hat wie viele Runden gewonnen? 4 Runden gewonnen. Und Deep End hat folglich 1 Runde gewonnen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das war der Auftakt zum Shuffle-Tournament. Erste Runde. Und ich würde sagen, wir gehen hier einmal kurz in die Punkteübersicht. Gucken uns das Ganze an. Ja, hat er gut übertragen. Da gab es letztes Mal ein bisschen Schwierigkeiten. Sage ich mal so. Aber ich würde sagen, wir gehen hier auch gleich in die nächste Runde. Und ich lade die nächsten Competitors ein für Runde 2.